Ausgewogen. Ja, Ah, härter ja. schaffe ich eh nicht. Doch, easy. Na, vielleicht starte ich auch auf Soft und dann zweimal Mediums. Wenn Safety Car. Digga, wenn du so, soft ist Müll. Fährt er auch, glaube ich. Er hat ja eh nichts zu verlieren. Hat er selber gesagt. Ja. Also Stream ist an, ne? Wenn ihr jetzt irgendwas sagt oder so, das könnte. Ja, Digga, alle, die zuschauen, sind. Schön. Oh. Das heißt, wenn der Architekt einfach mal so redet. Mit irgendwem. So, jetzt und trocken. Alles sonnig. Schön. So. Setup. Mama, ich bin auf YouTube. Mama, ich bin im Internet. Mama, guck Ein mal. neues Setup für dich. Ich bin ein YouTube-Star. Ich bin beim Star-YouTuber, dem Architekten im Stream. Mir schauen drei Leute zu. Wir können uns jetzt alles leisten. Wegen YouTube-Star, Morgen. Internet-Star. Lambo ist gekauft. Ja, wurde gesponsert, wurde mir geschenkt. Weil meine Streams so gut sind. Der Lambo-Architekt. Der Lambo-Tech. Ja, okay, das war los. Ja, sollen die mal alle ihre Reifen kaputt fahren? Ich bin immer auf Klo. Ja, da. Also wieder da, der Star-YouTuber. Am back. Hast eine 10 € Donation verpasst. Oh, stark, danke. Schenke ich dir. Ich würde gerne mal wissen, wie gut mein Teammate ist. Aber ich glaube, den habe ich Wer ist dein vorher Teammate? noch nie gesehen. SAL Helbig oder Halbig oder so. Ach du, ja, das. Ja, da können Hel wir leider nicht so Helwig viel oder drüber was? reden. Ja, Helmut. Was ist denn nur mit Carsten los? Was ist denn mit Willi los? Warum Willi? Willi will's wissen. Willi. Ja, der ist der größte Ehrenmann. Willi, willst du wissen? Mein Gott, ich krieg meine Brille hier nicht sauber, ey, ist voll verschmiert. Brille fliegen, Mann. Das kann ich nicht sehen, das kann ich nicht fahren. Dü 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 dü.
Schön. Statistiken sind aktualisiert. Ja, gucken wir mal. Jetzt kann ich Top 10 knicken. Anmelden, direkt anmelden, Fabi. Anmelden. Oh, ich bin 12. geblieben. Warte mal, hä, hey, kann das? Sind die Punkte auch aktualisiert? Ja. Ja, sind sie. Ja, scheiße. So. Home. Anmeldung. Abu Dhabi, Rennen abmelden. Okay. Oh, logge dich ein, scheiße. Hab ich auch. Aber ich hab's gespeichert, immer hier. Also. Join now. Du hast dich bereits für das Event angemeldet. Ja, sorry. Was für ein Event? F1DC. Liga-Rennen. So, dann fahr ich mal raus, ne? Was muss? Wollte den Architekten oben sehen, müsste die Tabelle drehen. Ach so. Ja, da müsste die Tabelle drehen, ja. Oh, da hat sich schon einer zerschossen. Und dann noch schneller, okay, das ist gut. Schon einer DNF, oder? Q1 raus. Dritte Kurve nach der langen Geraden. Dieser DJ Iceflame, der war auch bei der SAL. Oder ist. Der hat mich damals mal getestet, bevor ich zum PRC gekommen bin. Deswegen kam mir der Name so bekannt vor, als der hier mitgefahren ist. Ich so, hey, den kennst du doch. Da ist noch einer. Ne, der hat sich gedreht.
mich voll behindert in der Kurve, ey. Mann, Architekt. Ja, die Runde war auf jeden Fall nicht perfekt, aber mit 10 Kilo gefahren. Halt, ERS kriegst du aber auch schwer wieder zurück hier, ey. Wenn du zwei Runden fahren willst. Na egal. Auf Soft zwei Runden ist eh Hack im Wagen. Na, aber die war nicht perfekt. Ich habe nur 5%, aber ich schaff das eh nicht, weil ich nur 70% ERS hab. Da fahre ich dann nicht. Halt in die Box und aufgeben. Also komm nach dieser Runde rein, fahr nach dieser Runde an die Box. Boah, ist so ungewohnt, als direkt die erste Boxengasse zu haben. Ich bin nochmal kurz aufgehört. Naja, jetzt muss er erstmal die Cheat-Kurz hier aktivieren. Immer diese Cheat-Kurz, oder? Mhm.
Ist der Architekt weg? Wieder da. Okay, alle weg. Au, P6. Boah, ey, gib doch eine Box auf, ey. Danke. Ja, moin, hat eine 5-Platz-Grid-Strafe. Architekt in Gutsein. Richtig. Architekt is back. Ja, aber schon seit ein paar Minuten. Hab mir gerade Eis geholt. Schön. Aber irgendwie geht's dem Milo nicht so gut. Ey, der hechelt nur, ist irgendwie so voll unruhig. Glaube ich, irgendwie Magen-Darm oder so, keine Ahnung.
was war denn eigentlich mit deinem Lenkrad letztens los? Wer? Wer? Dein Lenkrad hat aber irgendwas sieben Spinnen. Momentan ist es ruhig auf der Pedale, meinst du? Wer ich? Ja. Doch, du. Wieso du ich? Hast doch gesagt, ach so. Die C, du Kek. Ach ja. Oh. Du hast doch gesagt, dein Lenkrad hat dich die ganze Zeit umgestellt. Ja, als ich aus der Box war, einmal in Q2 und Q3, glaube ich, als ich dann rausgefahren bin, hatte ich auf einmal einen Lenker anstatt von 360. Anstatt meine. Zweimal hintereinander. Und dann musste ich eine Runde mit 360 fahren, ey, das war irgendwie komisch. Safe, du warst damit eine Sekunde schneller. Nee. Doch, doch. Naja, kann ja so schlimm nicht sein mit Magen-Darm, wenn er da schon wieder rumtobt draußen. Neuen Shop in der Woche. Nee, bei mir auch. Oh oh. Leute, ich habe keinen Flügelschaden. Safe in der Druckpassage. Letzte Kurve. Rausbeschleunigen. Das war aber jetzt Lost. Ey, aber. Oder. Ne, warte mal. Egal, ich fahr jetzt rein. Ist egal. Das ist, glaube ich, ein minimaler Flügelschaden. Ich hätte jetzt ja nur eine Runde fahren können, dann fahre ich jetzt Box und mache niedrig. Also wenig Sprit. Ja. Reichen 7 Kilo für Outlap, Hotlap, Inlap oder 8 Kilo? 3,9 oder 3,4? Ich mach 8. Sich ja, ich muss ein bisschen schneller fahren, die Outlap. Soll ich das alles nicht? Ne, ich will ja danach nochmal versuchen, wenn ich mit Mediums nicht weiterkomme. Egal.
Weiß ich nicht. Hängt jetzt erstmal von anderen Fahrern auch ab, wie das funktioniert mit auf, wer hoch und runter geht. Aber das besprechen wir gerade so ein bisschen. Ich sollte das morgen nicht weiter ablesen. Ah ja, wollen so ein Auto. Boah, ey. Ja, ich mach Abu Dhabi-Taktik. Valtteri Box Box. Valtteri hat natürlich Pass for the Championship. Wie lange halten die Softs hier? 6 Runden? 7 Runden? Irgendwie so, ne? Wir sind 13. auf dem Temporadar. 303,8 Kilometer pro Stunde.
Ach lol, mein Teamkollege ist schon raus. Ja, moin. Hallöle. Wir sind 15. auf dem Temporadar. 303,8 Kilometer pro Stunde. Machst du auch alle? Machst du auch alle? So. Alles bereit. So. Alles oder nichts. Ja, jetzt mit Soft. Hättest du meinen Stream gesehen, dann hättest du gesehen, was passiert ist. Darf's nicht weg sein, wenn ich hier fahre. Noch 2 Minuten in dieser Session. Du musst eine gute Runde fahren, oder wir scheiden aus dem Qualifying aus. War bestimmt nicht mit Absicht. Noch 30 Sekunden in dieser Session. Riesenunfall. Ja, also auf 17. Mensch, Architekt.
Oh, ich hab keinen Sprit mehr. Jetzt fährt der Ferrari mir wahrscheinlich. Fährt der Dings wahrscheinlich mir drauf. Obwohl, ne, das ist die langsame Passage. Das dürfte nichts passieren. Oder? Nein! Oh, eine Anbremszone. Puh. Ja, nee. Obwohl, der ist eh raus, der ist P11, der hinter mir ist. Ja, aber trotzdem, ist das kacke, wenn die sich zerschießen. Okay, jetzt hat der auch Spritmangel. Naja, Quali-Pace ist nicht Renn-Pace. Kappa. Ja, sowas von. Kappa. Ja, rate mal, von wem ich das hab, ey. Rate mal. Doch. Schön. Hab ich doch vier. Fertig. Ist der Architekt in Q3? War auch mal bei uns, oder nicht? Wird er denn so? Also in der CL1 gibt es mal wieder Gerüchte um den Architekten. Und er kommt dann nicht von der Straße. Er kommt Kev endlich Konkurrenz. Um die letzten Plätze. Nein, mit Kev hätten wir von dem Architekten ein bisschen in die Ebene gebracht. Statement, Herr Kev.
Mann. Oh. Nein, nur Burgwarkäse. Ja, hier siehst du. Architekt ist ja ein ganz besonderer. Die Runde war eh Müll, also von daher. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Der ist schon wieder echt der für den Tickel, oder? Was? Wird echt mal wieder Zeit für den Tickel, oder? Für eine was? Digga. Bin ich so schlecht zu verstehen. Wofür? Was wird Zeit? Für was? Für einen Artikel. Ach, Artikel. Bei Apollo. Nein. Dann fahr einfach in der Hand. Und dann fährst du in der Hand. Also die Linkskurve, die letzte meinst du, davor auf 3 stellen. Und bei Ausgang 4. Hier die Schikane da. Ja. Hör nicht auf den Kevin, der ist scheiße. Ja, aber ist doch langsamer, weil du kriegst doch mehr Speed, wenn du auf 4 machst, so bei 270 oder 60. Okay. Ja, ich brauche den E-Sportler. Aber. Ja, du. Boah, du mit deinem Kappa. Nicht? Nee. Wo hab ich den Kappa gesagt? Was sagt er denn hier? Ah, die 2 Zehntel sind noch drin. Aber. Naja. Wäre auch nicht schlimm, wenn nicht. Ich bin, glaube ich, sonst auch immer von 6 oder so gestartet oder 7.
War dann am Ende am Podium. Kappa! Hat alles im Rennen gut. Mach. 310,1 Kilometer. Bleibst eh hier. Stunde. Doch? Kann losgehen, sobald du bereit bist. Ich hab dich nicht eingeladen. Ach, ich kann alles aufs Auto schieben. Hab ich nicht gewohnt, einen Mercedes zu fahren. Das habe ich nicht gesagt. Werde ich auch nicht sagen. Beste Auto ist der McLaren. Und der Toro Rosso mittlerweile, muss ich sagen. Und Alpha natürlich. Alpha immer. Oh, das war schnell. War schnell. Ui, oh, knapp. Anthony Modest. Nee, ist klar. Ah, danke. Ah, der auch noch. Doch nicht, lol. Ja, die war doch mal geil, die Runde. Einfach zu gut. Einfach mal gezeigt, was in ihm steckt.
Wer ist Enrizle? Der ist aber ungültig. Deswegen konnte er keine Zeit setzen. Dann waren wahrscheinlich auch gebrauchte Reifen, die der hatte in dem ersten Stint. Also die 38.3. Bist du vor Enrizle, was? Ja, weil der ungültig hat im zweiten, im letzten Stint. Ja, schlecht. Der gehört nach einem schönen Z1. 4 Zehntel. Architekt dagegen gehört ganz klar in die Zähl-1, so wie ich das sehe hier. Ja, dann müssen sie den Stream schauen. Hm. 21 Uhr Start. Das ist aber knapp, ey. 99.000stel vom ersten bis zum dritten. Naja, passiert eh was. Jan, ja. Lass mich. So einen guten Start erwischen, reicht mir schon. Ja, zweimal Mediums geht easy, Alter. Hoffentlich. Hoffentlich passiert das. Was für zweimal Medium? Wenn Safety Car kommt in Runde 1. Ich glaube eh, dass es kommt. Ich auch. Irgendeiner haut sich eh direkt in der Burgschikane da weg. Da geht wohl jemand müde ins Rennen. Ja. Danke, Jule. Ist Jule im Stream? Ja. Jule, du Scheißbart. Du bist doch gestummt. Du bist doch gestummt, oder nicht? Nö. So. Sonst hätte ich nicht gesagt. Alter, ist ja gleich schon 21 nicht. Uhr. Ich wollte eigentlich nochmal pinkeln gehen. Schade. Ja, guck, einfach von Jule abgelenkt. Jule ist an allem schuld. Reicht für Yannick. Lach, Smiley. Ja, für Yannick vielleicht, aber... Aber ich bin's, Tim. Ich bin's, Tim. Wer ist Tim? Ich. Oha. Warum nicht Marvin? Ich heiße Marvin. Nein, Steffen, nein. Ehrenlos.
Ehrenlos. Doch. Danke. Danke. Kannst schon ehrenlos. Kannst du die Party auf 2 machen? Weil die ist auf 3. Ja, wieso? Wer soll denn joinen? Ja, die ist öffentlich und ich bin online gestellt. Hab keinen Bock, dass da irgendein Idiot reinkommt. Ja, also auf 2. Korrekt. Im Renault Sandwich, ja. Leber geht. Oh, der vor mir fährt mit Mediums. Den muss ich aber sofort kriegen. Williams Hilfe. Eine Zielscheibe. Glauben Sie an einen Riesenunfall? Bestimmt. Aber der wird sich wahrscheinlich hinter mir abspielen. Jetzt musst du Leistung bringen, jetzt rufe ich zu. Überzeugen Sie mich. Also. Junge, hier geht's um nix, ey. Die Saison ist ganz schön. Sonst klingelt ganz schnell das Telefon bei Mimulu. Kappa. Du mit deinem scheiß Kappa! Wann übernimmt der hier bei der DRS-Dings, ne? Oha, er ist auf P2. Architekt. Drück mir mal die Daumen, dass ich einen guten Start erwische, weil meine Starts sind eigentlich immer Müll. Was machst du denn falsch am Start? Weiß ich nicht. Alles. Guten Luck, guten Luck. Danke. Show the world that you are better than Hamilton. Ja, ne, ist klar. Ja, moin, Digga, wie der Racing Point reinläuft. Safety Car, oder? Also die Soft sind scheiße, wenn du hinterher fährst. Das ist gerade voll lucky, dass das kein Flügelschaden wird. Ah, die Soft sind Müll.
Die haben ja jetzt schon hinten 20%. Ja, das merke ich jetzt schon, Alter. Das ist absoluter Müll. Von der Dirty Air. Schön, Ehre. Das finde ich gut. Plan aufgegangen, außer, bis auf den Start. Ah, verzögert, Safety Car. Nee, so, und jetzt rein. Man könnte doch jetzt schon theoretisch mit hart durchfahren, oder nicht? Weiß er nicht, ob das Sinn macht. Ja, dann mach Medium. Ach, der Start war nur ein Sohn, ey. Fertig, los jetzt! Wir machen heute noch ein... Hat sich ja gerade einer unter Safety Car den aufgehauen, oder? Hm, weiß nicht. Aber das ist mein Start gesehen, der war geil. Reaktion gleich 0 und Gefühl im Fuß gleich 0. Ja, du warst, hattest zu wenig Drehzahl, hättest mehr Gas geben müssen. Oh Gott, ey, das gibt jetzt Stau hier unter Safety Car da. Mhm. Ich will nicht wissen, wie die Safety Car Restarts hier aussehen. Gehen eigentlich. Wir sind doch alle da, warum holt er das nicht rein, ey? Ja, obwohl der Restart in Aserbaidschan ist eh mal lost, finde ich. Wegen dieser langen Geraden, ey, das ist voll. Ja, schlau ist es, wenn man so spät wie möglich als Führender wieder Gas gibt, weil damit die Gegner hinter dir nicht die ganze Gerade noch haben, um wieder windschatten dran zu sein. Ja. Aber ist die Gefahr groß, dass es dann kracht hinten. Vor allem, wenn man so Gasbremse macht, dann denken die, die geben Gas und dann bremsen die alle. Dann gibt's einen riesen Unfall. Mhm. Die Vorderreifen sind noch, das andere zu kalt. Okay, erhöhe das Tempo leicht.
Truck lenkt näher. Safety Car kommt in. Mit dem rückt sie schon die ganze Zeit ein. Oh Gott, Digga, ich sehe schon gleich mit 10 km/h Drucker, der führende darum. Riesenstau. Da ist schon was geflogen. Junge, ach du Gott. Damit habe ich ja gar nicht gerechnet jetzt, ey. Ja, Rennen läuft gut. Ja, moin, wie weit das Feld einfach wieder auseinander ist, ey. Ah, ich habe das verkackt. Zusammen, ey. Das geht jetzt nicht gut aus hier, glaube ich. Oh Gott, ich sehe schon knallen in der Schikane. Und jetzt ransaugen, Architekt, und überholen. Boah, was machen die denn hier? Ja, super. Das war's komplett. Egal, Rennen ist gelaufen. Hab mir selber schuld. Ich auf hart gehen, ja, ne? Ich würde noch 2-3 Runden warten, vielleicht kommt ja noch ein Safety Car. Weil sonst wäre jetzt vorbei. Ja, aber der Flügel ist weg. Ja, aber nicht ganz. Ich würde noch 2-3 Runden warten, vielleicht kommt ja mit Glück noch ein Safety Car. So rang schnell. Was machen die da vorne? Die ja, haben sich gleich weg und dann gibt's einen Safety Car. Ich muss rein. Problem, wenn du im Mittelfeld fährst. Schon kein Bock mehr, ne?
Ja, Barco ist auch eine Schallstärke, finde ich. Ja. Sei gut zu diesen Reifen, wir wollen das Rennen auf dieser Mission. Aber kommt in den Safety Car, also von daher. Okay, die Rennleitung hat das DRS jetzt aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Ich glaube, es kommt eh noch ein Safety Car. Wie heißt der Gary Brunetti? Ja. Was ist das denn? Gary Brunetti mit der schnellsten Runde. Bester Mann. Gary Brunetti, Alter, Hilfe. Deine Mutter. Ach ne, jetzt wäre Safety Car. Ah doch, da könnte ich weiterfahren. Virtual. Ja, ein richtiges ist ja besser gewesen. Ja, aber dann wäre ich draußen geblieben. Ja, aber du wärst auch wieder am Feld gewesen. Ja. Alter, wie lang ist denn das VSC? VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen. Okay, der war ja mal wieder richtig lost jetzt. Virtuelle Safety Car Phase endet. Tempo bis zu den grünen Flaggen. Egal. Wenn er einmal nicht läuft, dann läuft er halt nicht. Dann geht halt alles schief. Nein! Das mit dem Start fuckt mich am meisten ab. Dass ich durchgereicht wurde. Okay, Abstand zum Teamkollegen. Ja, mal Startsügen, würde ich sagen. Das fuckt mich mehr ab als der Flügelschaden. Ja, Startsügen. Hab ich schon, kann ich nicht. Die Links hier auf die längere Gegnerkarte versucht ihn mal am ersten Gang. Boah, die hatten ja richtig scheiße. Die haben gar keinen Grip in den Kurven.
Nimm die erste links nach Stadt Hilma am zweiten. Ich fahre mir aber auch hier eine Grütze zusammen, ne? Aber drei, guck mal, ich bin schon wieder dran fast. Vor dem Raser. Ziemlich gut, dass ich Boxe gegangen bin, die halten sich da alle gegenseitig auf. Ich hab freie Fahrt. Zum Auto vor dir beträgt 5,6 Sekunden. Kannst du eigentlich in jeder Kurve einen Gang niedriger. Okay. Vor allem in diesen ganz langsamen Ecken kannst du wirklich in den ersten.
Fahrer vor mir. Sie fahren mit 9 harten Reifen. Ihre Reifen sind 2 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 44,3. Diese Schikane hasse ich wie die Pest, ja, ey. Am zweiten. Da kannst du auch schon in der links, in den ersten. Versucht die zweite links nach Startzimmer am ersten. Zum Auto vor dir beträgt 4,0 Sekunden. Naja, top sind die jetzt nicht. Was ist los? Ne, Jeff meinte, die Reifen sind noch top. Na gut. Alter, wie fahr ich die Kurve denn an, ey? Spasti. Da ist der Architekt wieder in Schlagdistanz.
Ah, ehrenlos. Reifen halten bis zum Ende. Also halten schon, aber ich finde sich halt versuch die versuch die Schikane gleich direkt im ersten Gang, auch die links schon. Wie auf der Gerade nachher zwei Positionen verloren hat. Chance hier nehmen, frische Videos.
Ja, moin, Digga. Er hat ihn einfach abgeräumt. Finde ich gut. Was war das denn? I think Ericsson hit us. Bei dem wäre ich jetzt vorsichtig. Jetzt ist er auch noch den Elf. Oh Gott. Also P5 Fahrer ist noch vor drin. Mir. Sie fahren mit alten Hafenreifen. Ihre Reifen sind 10 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,45,3. Wir fallen pro Runde um etwa 4 Zehntel zurück. Drossle deine Geschwindigkeit. Unser Delta ist zu niedrig. Eine Strafe. Verringere sofort dein Tempo. Fahrer hinter mir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,0 Sekunden. Sie fahren mit alten Hafenreifen. Ihre Reifen sind 12 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 46,4. Boah, jetzt habe ich das vercheckt, ey. Ah, heute geht aber alles schief, ne? Meine Fresse, ey. Hatte der vor dir jetzt Zeitstrafen? Weiß ich nicht. Fahrer vor mir. Sie fahren mit alten Hafenreifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,45,3. Okay, ja! Das Safety Car ist draußen. Obwohl ist das jetzt. Ja, doch. Das ist gut für mich, weil meine Reifen tot sind. Krieg gar nichts mehr hin. Ich jetzt nochmal Box. Ja. Auf was? Soft? Soft. Nicht, was dass dann? Die Soft wieder reinschalten. Nein, du hast da nur 4 Sekunden. Ja, aber geh alle auf Soft jetzt. Du hast ja da nur 4 Runden. Ja, stimmt. Dann müssen in den letzten Runden einfach die Kyo-Dives kommen. Die Kyo-Dives. Nein, ich darf nicht. Doch. Und beeindrucken sie mich. Jetzt gleich schon deutlich vor der Box anheizen mit Tempo. Ah, ich habe aber vor mir einen. Ich dachte, der. Aus Panik in neutral geschaltet. Ey, hallo, lass mich doch raus, ey. Ja, das ist halt der Nachteil an Mercedes. Die Box. Aber ich habe keine Position verloren. Nee. Das ist halt der andere Nachteil an Mercedes. Boah, ich muss den Sprit wegkriegen, ey.
Ja, moin, viel zu viel Sprit über. Ich weiß. Du nimmst doch immer viel zu viel mit von Rennenbeginnern. Also ich hab höchstens eine halbe Runde immer plus. Ja, aber du hast die Pace, du kannst halt auf der Strecke so kompensieren. Ich muss, um vielleicht mal dran zu bleiben, mehr auf Fett fahren und dann brauche ich halt ein bisschen mehr. Aber irgendwie war da zu viel. Ja, das gleicht sich ja wieder aus, dadurch, dass das Auto schwerer ist in den Kurven, gleicht sich das wieder aus. Also ich finde es grundsätzlich immer besser, umso leichter das Auto ist. Ja, das stimmt. Ja, ich habe da drauf vercheckt mit Safety Car und so. Ich hab 3 Runden, das war zu viel. So, gibt denn hier Zeitstrafen? Fahrer vor mir? Das habe ich nicht verstanden. Ja, das hast du nicht verstanden. Geh zu Apollo und hol dir ein Akkurgerät. Sie fahren mit 9 Weichen. Die letzte Rundenzeit lag bei 2 Minuten 2,5. Oh, nicht das Kle. Ja moin, ich dachte gerade schon, du fährst wieder in die Box. Ich wollte gerade schon sagen, was ist da los? Probleme beim Architekten. Der Motor macht Probleme. Da qualmt hinten raus. Aber jetzt mach bitte nicht den Crochet und hau dich unter das Heftiger weg. Nicht den Crochet machen. Bin ich schon vorbei an der Stelle. Ja, aber kommt nochmal. Weißt du überhaupt, wo er sich weggehauen hat? Auf der Gegengerade da, oder nicht? Oder nein. Wo war das? Nein, nach der engen Burgpassage. Okay. Weil er zickzack gefahren ist, um Reifen aufzuwärmen und das Safety Car bei 30 km/h, da einfach Auto verloren und DNF. Das ist stark. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass hier gleich wieder, dass ich irgendeinem drauf fahre. Na, jetzt habe ich wenigstens meine Position wieder, die ich vor dem Safety Car hatte. Ich würde gleich ein bisschen Abstand zu dem vor dir halten. So ein bisschen Abstand damit, weil der erste wird eh wieder abbremsen, dass du da mit mehr Schwung ankommst. Meine Reifen sind mal mega kalt. Ja, und jetzt nicht ein Grosjean machen.
braucht noch Benzin für etwa 4 Runden. Denk dir einfach, dass vor dir ist Lenz zurück. Ja, wenn hier nichts passiert, dann geht sich halt auch so aus bis zum Ende. Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Die da vorne hauen sich gleich noch weg, ich sehe es kommen. Grüne Flagge. Ja moin, einer einfach DSQ. Ah, Florfahrt. Boah, die schießen sich halt wirklich noch ab, ey. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Was ist denn hier, ey? Jetzt Overtake und alles. Na ja, richtig. Egal, am Ende gut, ey. Dafür, was da alles passiert ist.
Oh, okay. Als ob er von keiner Zeitstrafen hatte. Ja gut, aber hier Zeitstrafe zu kriegen ist auch lost. Aber die Dive schicke ich glaube ich ein in Runde 1. Von dem Racing Point oder was? Ja. Arschlecken, Alter. Guck mal, mit 3 Stops oder 6. Ist okay. Ja, ein Rietzle. CL1 ein 3-Stopper hat gewonnen. Da sieht man CL1-Fahrer und CL2-Fahrer. Das ist der Unterschied. Ja, bald. Ja, moin, mein Teamkollege ist einfach dort. Ja. Egal. Ich hatte eigentlich einen guten Exit, aber der ist den gleichen Flügel gefahren wie ich, glaube ich. Und mit dem einseitig bin vielleicht bekommen.